Entschuldigung. Da sind zu viele Tasten, weißt du? So, ich fülle mal eben den Schaberli hier auf, den leckeren Müslibären. Passt aber auch perfekt, wa? Sehr gut. Bin gleich da. Einmal den Müll in die öffentliche, nicht genehmigte, wissen Sie, Entsorgung. Ja klar, ein Toast auf Karte. Sehr amerikanisch. So, wie schaut's denn aus? Wir können schon wieder nachkaufen. Ein Sack Kartoffeln. Schamin wird heute nicht so sehr gewünscht. Bleiche können wir mal kaufen. So. Ah, die gute Butter. Ja, ist ganz frisch. Ganz frische Butter. Von Frau Antje. Mhm. Butter, Butter, Butter können wir kaufen. Butter rein Fett. Weißt du? Butter. Sehr lecker. Moment. Ich weiß nicht, wohin mit der Bleiche. Muss mal eben die Bleiche ins Lager bringen. Der ist nämlich sehr groß, der Karton. Ich habe mich schon wieder in der Tür verfangen. Wegen der Kleinigkeit. 9,08 Euro. Was ist denn das für ein Weingummi hier? Das ist ja... 50, 60, 70, 80, 82. Na, die muss aber auch kacken, die Frau. Mann, Mann, Mann. 31. Ich stelle mir doch immer vor, ich stehe, weiß ich nicht, bei Lidl an der Kasse und die sagt dann, na, sie müssen aber auch viel kacken, wa? Ich glaube, ich würde da nicht mehr hingehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fühlte mich vielleicht ein bisschen bedrängt. Bin mir nicht ganz sicher. Wie seht ihr das? Moment, ich muss mal eben die Eier auffüllen. Ihr fresst doch Eier ohne Ende. Die Kartoffeln sind auch schon fast wieder leer. Ich mach mal Licht schon mal an, ne? Gut, dass ich den Lichtschalter freigelassen habe. Hm, Teetrinker, alles klar. 88, das ist Geldwäsche. 70, 80, 85, 86, 87, 88, 50, 60, 70, 75... Ich schenke dir keinen Cent, Kamerad. So. Crispies mit echten Bienen. Absolut. So kriegt man ja auch Honig auf Bienen kauen. $11. 11 Cent. 5. Ich müsste mal ganz kurz durch den Laden gehen. Darf ich mal eben? 50, 60. Nee. Der. Wollte mal eben gucken. Hähnchen haben wir noch, ne? Pommes kommen wir noch hin. Ja, Moment. Hier sieht's auch, ob die Milch fehlt. Moment, ich muss mal eben Kartoffeln nachbestellen. Ich bestelle nicht nach.
Na, Sie müssen aber auch wieder viel kacken, wa? Meine Güte, waren Sie nicht gestern schon hier und haben Klopapier gekauft? Ach, das ist aber nett, dass du nochmal zu mir kommst. Mein Kollege hätte ja Zeit für Sie gehabt. Naja. Aber gut, 115 Euro, das ist natürlich schön, wenn ich die kassiere. Dann muss ich meinem Kollegen nicht so viel Tantiemen bezahlen, verstehen Sie? So, alles klar. Wo sind wir denn? 4 Stunden 36 haben wir schon gestreamt. Mann, 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 Mann. Leute, was ist das denn immer? Die Zeit geht auch gut rum, ne? Also, gefühlt haben wir eigentlich nichts geschafft, aber doch, wenn ich ehrlich bin, wir haben eine ganze Menge heute geschafft. Überleg mal, wie viele Erweiterungen haben wir heute gekauft? Wir haben den Laden erweitert, wir haben unsere Geschäftsfelder erweitert, das Produktportfolio. Also ich glaube, da können wir heute uns zurücklehnen und sagen, wir haben heute einen guten Job gemacht. Ne? Also, der Popo weh. So, zu den Bienen wahrscheinlich. Gibt es einen passenden Sketch vom Browser Ballett? Die Zeit rennt. Ich habe die dritte Kasse gekauft. Mein Laden ist jetzt schon schön eng. Ja, muss ich mal die Erweiterung kaufen, ne? Aber wenn ich mal so gucke, überleg mal, irgendwie kommt aber kaum Geld in die Kasse, habe ich so das Gefühl. Oder vergehen so wenig Tage, das weiß ich nicht. Warum ist die Tür denn immer so, dass man da reinlaufen kann? Und warum laufe ich immer in diese Tür? Stimmt denn nicht mit mir? Bitte Gebratfett hier. Ich meine, ja, das war natürlich ein teurer Tag wieder, ne? Gar keine Frage, mit den ganzen Erweiterungen und so weiter. War das ein teurer Tag? Lizenzen kaufen? Aber ist natürlich jetzt auch irgendwie so ein bisschen komplizierter geworden. Wobei ich ehrlich gesagt immer noch so das Gefühl habe, dass das eigentlich ganz gut läuft. Was sagt ihr denn dazu? Bin ich auf dem richtigen Weg oder bilde ich mir nur ein, dass mein Laden gut läuft? Der alte O-Saft, der schön in der Wärme stand. Der gärt auch so schön, weißt du? Läuft, ne? Hab ich auch so das. Also doch. Guck mal, große Beschwerden gibt es nicht. Na gut, Wasser war ausverkauft. Das sieht man aber auch super schlecht, das Wasser. Also da unten in die Kühlschränke, das ist schlecht zu sehen. So, da ist noch ein Joghurt drin. Butter. War's nicht. King Gaming 0608. Hallöchen, herzlich willkommen und vielen Dank für deinen Follow. Machen wir noch so ein bisschen harzer Käse hier hin. Verpackung ist auch leer. Ist ja immer schön, wenn die Verpackungen leer sind, ne? So gesehen. Hallöchen. So, noch ein bisschen Erdnussbutter hier. Mein Blöd ist wirklich irgendwie ärgerlich, wenn immer nur eine Sache noch da ist, ne? Nein, nicht das Regal aufnehmen. Bist du verrückt? So. Kuchen. Wir brauchen mehr Kuchen. Das Schlimme ist, ich hätte jetzt auch Lust auf so ein Stückchen Kuchen. Aber ich muss mich um Abendessen kümmern, ne? Und ich muss jetzt wirklich mal Abendessen. Die letzten Tage war immer nur so ganz schnell, weil irgendwie von Stream in Discord und so weiter und so weiter. Man hat ja nie Zeit, weißt du, für ein vernünftiges Abendessen. So. An der Stelle nochmal, wer mit uns quatschen möchte, ist immer herzlich eingeladen, kostenlos am Level Up Discord teilzunehmen. Die Gamer-Gemeinschaft mit dem Tommy zusammen. Da kann man viele nette Menschen kennenlernen. Einige sind ja auch gerade hier. Und kann dann über Gott, die Welt und vor allem über Games quatschen. So.
Die Hühnchen, ja, sieht doch gar nicht so gut aus. Wobei, so richtig lecker sehen die Hühnchen nicht aus, oder? Voice ist auch wieder gerade gut besetzt, siehst du? Also, es würde sich lohnen. So, cooles Spiel, habe ich auch. Ja, ne? Also, dafür, dass das heute noch im Angebot ist, zum Early Access Preis, kann ich nur empfehlen und sage, wer will, kann zuschlagen. Lohnt sich, finde ich, auf jeden Fall für die Leute, die Spaß an diesen Games haben. So, wir schließen den Tag nochmal eben ab. 35 Kunden. Heute waren 6 der Meinung, ist zu teuer, haben aber alles gefunden. Also 40 Kunden insgesamt. Wobei, einer muss 2 Sachen zu teuer gefunden haben, oder? Naja, ist ja auch egal. Smart Supermarktpunkte haben wir gemacht. Einkommen, wir haben halt ein bisschen ausgegeben heute, ne? Und da hoffe ich, dass wir da jetzt höhere Zahlen kriegen. Das wäre wünschenswert, dass wir da noch ein bisschen was rausholen. Und unseren Profit noch so ein bisschen steigern. So, Schokoladenriegel, Kuchen, Olivenöl und Mehl. Welches Mehl? Geh mal eben in mein Berechnungstool. 5,81, ja? So. Schokoriegel, waren das die Schokoriegel? Das ist der Schokoladenriegel, tatsächlich. Ja. Und der ist günstiger geworden, glaube ich. 3,13. Nur Preisschwankungen hier, du. Der ist dann auf 3,44. Wo ist mein Computer? Ich vermisse meinen Computer. Dann fangen wir unten an. Da ist nichts. Schokoriegel ist günstiger geworden, alles klar. So, der Kuchen. Das Mehl haben wir eingestellt. Olivenöl ist teurer geworden. Oh ja, oh. Ja, Satz. So, kostet 7,11 Euro. Das sind dann 7,82. Alles klar. Der Kuchen. 4,20 Euro. Irgendwie kommen wir mit der Tastatur so an der Seite nicht klar. Das sind 4,62. Alles klar. War das alles? Mehl. Ja, ne, das war's. Okay. Gut. Super. Ja, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Wo fange ich denn jetzt an? Kartoffeln mindestens 2, ne? Einmal Pizza. Wie sieht es mit der Pommes aus? Die sind auch gar nicht so schlecht gelaufen, ne? Einmal Pommes und Huhn. Einmal Pommes, zweimal Huhn. Wieso bin ich denn schon wieder bei 10? Ach, wegen der blöden Kartoffeln, ne? Bienenmüsli ist gar nicht so gut gelaufen. Schade. Wofür führe ich das denn ein, wenn ihr nicht fresst? Butter haben wir noch. Toilettenpapier. 1, 2, ne? Mindestens. So. Mach doch erstmal die Kartons leer, bevor du bestellst. Wieso? Die sind doch alle schon leer, Hasenzahn. Na, waren wir in den letzten 5 Minuten wieder nicht im Spiel? Ist alles schon gemacht hier, du. Alles schon erledigt. Essen holen, na toll. Jetzt mampft er mir hier einen vor, weißt du? Ist ja wieder nett.
Und ich gleich völlig geschafft von dem Stream muss dann auch noch kochen. Und ich will heute echt kochen. So, Pommes sind ja Tiefkühlartikel, die kann man doch ruhig hier hinlegen, ne? Das geht. So. Bienenmüsli. Sehr gut. Zack. So ein altes Gammelhähnchen. Das passt. Das ist, da ist kühl in der Ecke, weißt du? Da habe ich mal geguckt, da ist ganz kühl in der Ecke. Da muss man sich keine Sorgen machen. Bleibt alles frisch hier. Ernsthaft. Da ist irgendwas schiefgelaufen in der Bestellung. Na egal. Ist ja nicht so, als wenn wir sie nicht wegkriegten, ne? So, Shampoo, Seife brauchen wir nicht. Das haben wir auch noch unten. Das haben wir noch unten. Shampoo und diese komische Milch. Ich bin ja auch hier. Shampoo 1, Milch 2. So. Mehl, Mehl. Fett, Fett. Das sind komische Geräusche bei mir, ich weiß. Was ist das für eine Geschmacksrichtung an Shampoo? Ja, der Computer in der Ecke ist nicht so geil. Der stört ein bisschen meine Wurftaktik. Meine. Ich finde das ja nett, dass die hier nicht auch noch klauen. Manchmal ist komisch, aber nur manchmal. Der Basmati. Das wird auch schön voll gemacht hier. Komisch, ne? Dass man mal werfen kann und dann wieder nicht und sehr, sehr seltsam. Na gut. Okay, das ist auch alles aufgefüllt. Was haben wir denn hier hinten?
Kaffee haben wir noch da. Wir könnten Brot, die Chips gebrauchen, Nudeln. Bäh.